Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns doch heute mal über das Thema Wunschliste sprechen, denn ich glaube, wir haben alle eine und da dümpelt wahrscheinlich ziemlich viel rum. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder die Glocke aktiviert. Und dann legen wir am besten auch einmal los. Ich wollte euch nämlich einmal eigentlich ganz kurz erzählen, wie ich meine Wunschliste organisiere. Und ich wollte euch meine aktuelle Top 10 Buchauswahl vorstellen, die quasi ganz weit oben auf meiner Wunschliste steht. Nicht alle sind davon schon erschienen. Es ist eine Mischung aus Büchern, die es schon gibt und welchen, die noch kommen. Und ich dachte, das ist doch eine coole Idee, nochmal vielleicht ein bisschen Inspiration zu sammeln. Ganz abseits davon, was irgendwie Neuerscheinungen des Monats oder gelesene Bücher oder sowas angeht. Und vielleicht sind da ja auch Bücher bei, die ihr auch auf euren Listen habt und wo wir vielleicht dann vorfreudig aufs Erscheinen hinhibbeln können. Erstmal ganz grundsätzlich, ich organisiere meine Wunschliste auf einem sehr bekannten großen Verkaufsportal. Ich kaufe meine Bücher dort nicht direkt, wenn ich nicht irgendwie Gutschein habe oder so, aber ich finde das super, um meine Listen zu organisieren. Also ich habe tatsächlich jede Menge Listen dort. Einerseits zum Beispiel so Wunschlisten für Geschenke, also ich organisiere auch so meine Geburtstagswunschliste, weil es ist am einfachsten sowas da rumzuschicken und dann kann sich da jeder was aussuchen. Also ich finde für mich persönlich dort das System echt am einfachsten und ich muss auch ehrlich sagen, ich recherchiere dort am ehesten, wenn ich irgendwie zu einem Produkt eine Info brauche. Und genau, ich habe eine Liste zum Beispiel für so Geburtstagsgeschenke, die ich dann irgendwie in die Runde schicke. Ich habe aber auch jahresbasierte Listen. Also ich weiß gar nicht, wie sich das mal eingeschlichen hat, aber dadurch, dass ich euch ja monatlich irgendwie die Neuerscheinungen vorstelle, die mich interessieren oder die ich gut finde, organisiere ich meine Bücher, Wünsche oder meine Wunschlisten grundsätzlich in so März 2024 Listen zum Beispiel, also so monats- und jahresbasierten Listen, damit ich das einfach gut voneinander trennen kann. Weil wenn ich das alles einfach nur in eine Datei schmeißen würde, dann wäre ich nach kürzester Zeit etwas überfordert. Jedenfalls, da kümmere ich mich dann quasi regelmäßig drum, dass das nicht ausartet und verschiebe diese ganzen einzelnen Monatslisten dann auf Jahreslisten. Also ich habe quasi irgendwie eine März 2024 Liste, aber auch eine allgemeine 2024 Liste und alles, was dann irgendwie im März durch ist, das verschiebe ich dann in diese Jahresliste. Ja, und wenn ich mir ein Buch gekauft habe oder wenn es mich einfach irgendwann nicht mehr interessiert, dann lösche ich es jeweils von diesen Listen. Und das ist ein etwas kompliziertes System wahrscheinlich, aber irgendwie für mich funktioniert es. Dadurch habe ich immer einen Überblick quasi, wie aktuell auch die Buchwünsche sind, die ich habe. Und manchmal, wenn halt Bücher sehr, sehr lange auf diesen Listen stehen, dann ja, erledigen die sich quasi irgendwann auch von selbst. Ich glaube, es wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht, die Sachen nach Genre zu sortieren, aber ja, irgendwie hat sich das bei mir so eingeschlichen und so mache ich das weiter, denn es funktioniert. Ihr könnt mir ja mal verraten, wie organisiert denn ihr eure Wunschlisten? Habt ihr eine Excel-Liste? Macht ihr das auch auf einem gewissen großen Verkaufsportal? Habt ihr mehrere Listen? Habt ihr eine einzige, in die ihr alles reinschmeißt? Ist ja eigentlich auch mal ganz spannend. Habt ihr da überhaupt irgendeine Form von Organisation? Und vielleicht habt ihr noch ein, ja, sinnvolleres System irgendwie als ich. Aber was euch natürlich wahrscheinlich viel eher interessieren wird, hoffe ich jedenfalls, sind die 10 Bücher, die aktuell bei mir sehr weit oben auf der Wunschliste stehen und die stelle ich euch jetzt einmal kurz vor. Nur kurzer Info, diese Liste oder die Reihenfolge, in der ich euch die Bücher vorstelle, hat jetzt keinerlei Wertung für die Bücher und trotzdem möchte ich mit meiner allerliebsten Lieblingsautorin anfangen, Katinka Engel. Das Ende von gestern ist der Anfang von morgen. Das ist ihr erstes Buch, was nicht New Adult Romance sein wird und ich freue mich da schon riesig drauf. Einerseits, weil halt Katinkas Name auf dem Deckel steht und andererseits, weil ich mal einfach gespannt bin, was anderes von ihr zu lesen. Das ist ja, ja, doch jetzt eine ganze Weile her, seit sie ihr erstes New Adult Romance Buch veröffentlicht hat. Da sind jetzt auch jede Menge Bücher schon erschienen. Ich glaube 3, 4, 7, 10 mindestens. Und das ist jetzt so ihr 11., wenn ich richtig gezählt habe. Keine Ahnung, ob ich damit jetzt richtig liege. Das ist so ganz, ganz grob geschätzt. Aber ich muss euch ganz kurz natürlich auch erzählen, worum es geht. Es ist offensichtlich in 2 Zeitebenen erzählt. Also ihr seht, ich habe mich bisher null informiert, worum es geht. Das ist wieder richtig gut. Und zwar, die erste Zeitebene spielt in London 1974. Die 17-jährige Pippa St. George, Tochter aus gutem Hause, wird von ihrer besten Freundin auf ein Konzert im dunklen, schmutzigen London geschleppt. Dort trifft sie auf Oz, den Sänger der Punkband, der für alles steht, was ihre Familie verachtet. Gegen alle Konventionen und gegen jede Logik verlieben sich die beiden ineinander, doch dann werden sie von der harten Realität eingeholt. Die zweite Zeitebene spielt in der Gegenwart, auch in London. Online-Redakteurin Jilly ist überglücklich, als sie eine erschwingliche Wohnung in einem viktorianischen Mietshaus in Camden findet. Umso größer der Schock. Das Haus soll verkauft und luxussaniert werden. Um dem Haus ein Denkmal zu setzen, tut Jilly sich mit ihrem Nachbarn und vor allem mit dem Dokumentarfilmer Owen zusammen.
zusammen. Während ihrer Recherche kommen sich die beiden nicht nur näher, sie stoßen auch auf eine Geschichte, die sie mehr berührt als alle anderen. Ja, ich will jetzt irgendwie gar nicht zu sehr mutmaßen, in welche Richtung das gehen könnte, aber ich freue mich wirklich unglaublich auf diese Geschichte. Es ist nicht nur einfach die Autorin, es ist auch dieses bunte Cover, es ist einfach das Gesamtpaket, glaube ich. Auch wenn ich bis gerade nicht wusste, worum es geht. Aber grundsätzlich mag ich auch Bücher, die auf zwei Zeitebenen spielen und wo dann so ein paar Geheimnisse aufgedeckt werden meistens. Ich meine, keinen anderen Zweck haben diese zwei Zeitebenen. Und außerdem, die Autorin hat auch schon ein bisschen quasi über das Buch erzählt und gesagt, das ist so ihre Herzensgeschichte und keine Ahnung. Also irgendwie, ich freue mich da riesig drauf. Einfach, ja, weil es ein neues Katinka-Engel-Buch ist. Dann steht auch der zweite Band der Crumbling Hearts-Reihe von Caroline Wahl ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Ich habe nämlich Skogen Dynasty gelesen und mich in Norwegen verliebt oder einfach in diesen Norwegen-Stil. Ich war ja im letzten Jahr selbst auf einem Roadtrip und ja, habe mein Herz ein bisschen in Norwegen gelassen. Und dieses Buch greift den Norwegen-Vibe einfach total schön auf und ich mochte die Geschichte und überhaupt. Deswegen freue ich mich auf Band 2. Außerdem wurde das Pärchen vom zweiten Band am Ende von Band 1 schon ein bisschen angeteasert und das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich glaube, das könnte mir vielleicht sogar von der ganzen Chemie noch ein bisschen besser als Band 1 gefallen, aber da will ich nicht irgendwie zu viel jetzt in die Zukunft versuchen zu glaskugeln. Daher, wir schauen einmal ganz kurz rein, worum es geht. Früher war Eleanor Skogen ein Geist. Falscher Name, keine Social-Media-Accounts, abgeschottetes Elite-Internat. Einzig ihr bester Freund Lukas gab ihr ein Gefühl von Normalität und dieses Kribbeln im Bauch, bis er herausfindet, dass sie die Erbin des führenden Osloer Keksunternehmens Koskin ist und den Kontakt abbricht. Heute, fast 6 Jahre später, trifft sie an ihrem ersten Arbeitstag dort unter verdeckter Identität ausgerechnet auf Lukas. Doch statt sie zu verraten, schlägt er ihr einen Deal vor. Er hilft ihr beim Einstieg in die Firma, wenn sie ihm Zugang zu Oslos Elite verschafft. Aber kann das wirklich gut gehen, wenn es zwischen den beiden so gewaltig funkt? Heftiger als je zuvor. Wie gesagt, die beiden lernen wir in Band 1 schon am Ende kennen und ich mochte die Funken, die da entstanden sind, sehr gerne. Daher freue ich mich echt schon auf dieses Buch. Das ist leider noch nicht erschienen. Das kommt erst, Moment, lasst mich ganz kurz nachschauen, ich will ja nichts Falsches erzählen. Das kommt erst im April 2024. Zum Glück nicht mehr so lange hin, also noch knapp 2 Monate gedulden und dann ist es soweit. Habt ihr die Reihe denn schon gelesen, also den ersten Band zumindest, oder kennt ihr generell schon was von Caroline Wahl? Also zumindest auf TikTok ist sie ja unglaublich gehypt. Also ihre Vielleicht-Reihe ist ja da total viral gegangen und das auch erstaunlicherweise einige Zeit, nachdem sie eigentlich erschienen ist. Also ich glaube ein Jahr oder so danach, nach dem Ende von Band 3, Band 2, Band 1. Ich bin mir nicht sicher. Ich erzähle garantiert nur Blödsinn. Aber jedenfalls, dort ist die Autorin sehr, sehr aktiv, wenn sie nicht gerade in einer Schreibpause ist, wie aktuell. Und sie ist halt auch einfach sehr sichtbar. Und deshalb dachte ich, frage ich mal euch, kennt ihr die Autorin überhaupt? Seid ihr eigentlich überhaupt auf TikTok oder Instagram unterwegs oder generell nur so Booktuber? Das ist ja auch eine Welt für sich so. Aber heutzutage ist ja eigentlich kaum noch jemand nur auf einer Plattform unterwegs. Daher glaube ich, ist es schon recht wahrscheinlich, dass ihr die Autorin wahrscheinlich schon kennt oder ihr zumindest mal irgendwo anders auch begegnet seid. Dann steht auch ganz weit oben auf meiner Wunschliste von Marc Rabe Die Dämmerung. Das ist der zweite Band seiner neuen Krimi-Reihe. Ich mochte Der Morgen von ihm ja super gerne. Das spielt in Berlin. Das ist so ein knallpinkes Cover. Das habe ich euch auch in meinem Highlights-Spannungsvideo von 2023 schon vorgestellt. Ja, und weil einfach mir dieser erste Band so gut gefallen hat, freue ich mich jetzt auf Band 2. Der ist sehr knallig grün und wenn das vorläufige Cover von Band 3 so bleibt, wie es aktuell online zu sehen ist, dann wird das wohl orange. Also auf jeden Fall eine knallige Reihe, wie man es eigentlich aus dem Spannungsbereich gar nicht kennt. Da ist ja meistens alles eher so grau, schwarz und nicht so auffällig, zumindest nicht pink. Jedenfalls, ich freue mich auf diesen zweiten Band schon sehr und möchte euch einmal ganz kurz verraten, worum es geht. Im Königswald wird eine bizarr arrangierte Leiche gefunden, halb Mensch, halb Tier. Art Meyer und Nele Tschaikowski, das ist das Ermittlungsduo, identifizieren die Tote als Charlotte Tempel, eine gefeierte Wohltäterin, bei allen beliebt und für den wichtigsten Medienpreis des Landes nominiert. Schnell gerät Tempels 21-jährige Tochter unter Verdacht. Leo ist rebellisch, unberechenbar und zeichnet ein ganz anderes Bild ihrer Mutter. Doch Art zweifelt an ihrer Schuld. Bis eine zweite Frau aus dem Kreis der Nominierten stirbt. Zunächst deutet nichts auf Leo hin, doch dann taucht ein mysteriöses Tonband mit belastendem Inhalt auf. Wer ist Leo? Ein Opfer der Umstände
oder die jüngste Serientäterin von Berlin unterwegs zu ihrem dritten Opfer. Das hat mich spontan gerade richtig neugierig gemacht, weil auch diese Kurzbeschreibung habe ich mir bisher nicht durchgelesen. Das ist bei den meisten Titeln so, die ich euch immer vorstelle. Also auch hier bin ich eigentlich nur über das Cover, den Autor und halt einfach die Tatsache gegangen, dass ich Band 1 sehr gerne mochte. Weil, ja, wenn man einen ersten Band oder jedenfalls einen Vorgängerband von einer Reihe gerne mag, dann will man ja meistens weiterlesen. Ja, außer man ist so verschusselt wie ich und vergesse dann, dass irgendwann der Vorgängerband erscheint. Daher bin ich ganz froh, dass ich meine Listen habe. Nummer 4 auf meiner Top 10 Liste, natürlich ohne Wertung, wie gesagt, ist von Kira Groh Zeilenflüstern. Und Leute, dieses Cover ist doch wohl einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich lieb's. Also seit es angekündigt wurde, bin ich in dieses Cover verliebt. Und von Kira Groh fehlt mir noch die andere New Adult-Reihe, die bei Löwe Intens erschienen ist. Aber ich habe ihre Jugendbücher gelesen und ich habe ihren Einzelband, ihre Rom-Com gelesen, die bei Ullstein erschienen ist. Die mochte ich auch sehr gerne. Also ich habe einige Bücher von ihr gelesen, die ich gerne mochte. Und ich muss jetzt endlich auch mal ihre New Adult-Romanzen lesen. Daher habe ich mir Zeilenflüstern jetzt auch auf meine Top-10-Liste notiert. Das erscheint aber auch erst demnächst. Moment, ich gucke kurz für euch nach. März 2024 bedeutet, wir müssen uns nur noch einen knappen Monat gedulden und dann ist es soweit. Das ist richtig, richtig entspannt irgendwie. Ich glaube, ich werde mir das E-Book mal schon vorbestellen. Dann kann ich es nämlich gleich unterwegs lesen. Aber ehe wir uns jetzt nur vom Cover leiten lassen, verrate ich euch noch ganz kurz, worum es geht. Die Autorin hat das übrigens auf TikTok auch schon sehr, sehr cool angeteasert und mich ein bisschen neugierig gemacht. Also hier weiß ich tatsächlich schon so ganz grob, in welche Richtung es geht. Jede Nacht lässt sich Clara von Noel Carter in den Schlaf flüstern. Dabei kennt sie nur seine Stimme. Alles andere versteckt der Hörbuchsprecher hinter einem Pseudonym. Bis ihr erster Job bei der Sweet Lemon Agency Clara in ein Tonstudio führt, in dem ausgerechnet Noel auf sie wartet. Er soll ihre Werbetexte für eine sinnliche neue Kampagne einsprechen und hasst jedes Wort davon. Denn für den gescheiterten Schauspieler sind die Aufnahmen ein weiterer Beweis dafür, dass er von niemandem ernst genommen wird. Von niemandem außer Clara, die ihm zeigt, wie viel zwischen den Zeilen steht. Lasst uns das ganz kurz sacken und wirken und dann guckt mal auf TikTok vorbei, denn die Autorin, wie gesagt, hat schon einiges dazu geteilt, was mich definitiv neugierig gemacht hat. Und ich bin schon sehr gespannt. Hier bekomme ich glatt Lust, mir nicht den Text selber durchzulesen, sondern mir das als Hörbuch erzählen zu lassen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich sonst Hörbücher nur so im Ausnahmefall höre. Aber ich meine, wenn ich jetzt viel unterwegs bin, dann habe ich ja auch viel Zeit. Also mal schauen. Meistens muss ich mich nämlich aufs Hören viel, viel mehr konzentrieren als aufs Lesen. Dazu brauche ich dann einfach auch Ruhe. Also ich kann Hörbücher tatsächlich selten so nebenher hören. Ich brauche dazu immer einen Fokus. Also ich brauche echt diesen Fokus auf dem Hörbuch. Bedeutet, das geht beim Autofahren oder so. Dann habe ich nichts anderes zu tun, als auf dem Beifahrersitz, um Gottes Willen. Oder ja, beim Spazierengehen ist es auch noch ganz gut. Aber da höre ich meistens eher Podcasts als Hörbuch. Daher, mal schauen. Wahrscheinlich werde ich es doch eher lesen. Aber wie gesagt, Lust macht es irgendwie schon aufs Hörbuch, oder? Wie geht's euch da? Dann steht natürlich auch der nächste Grenzfall von Anna Schneider schon auf meiner Wunschliste. Leider erscheint der erst in knapp einem Jahr, nämlich im Januar 2025. Aber nachdem ich den vierten Grenzfall so grandios fand, also der dritte war auch gut, aber der vierte war einfach noch einen Tick besser, freue ich mich nun auf den fünften richtig, richtig doll. Ich habe mir bisher auch noch nicht angeschaut, worum es geht. Einfach, ja, das Cover gesehen, die Neuerscheinung quasi, ja, zur Kenntnis genommen und dann ab auf die Wunschliste damit. Und das ist jetzt einfach einer meiner Titel, auf die ich mich wohl am meisten freue. Ich verrate euch trotzdem noch ganz kurz, worum es geht. Ihr wisst ja, man kann die Reihe unabhängig voneinander lesen, aber es schadet nicht, ganz vorne anzufangen, einfach um die persönlichen Verbindungen der Figuren besser zu verstehen. Es geht natürlich wieder mit dem deutsch-österreichischen Ermittlungsteam an, ja, die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. In Karwendel brennen Ende Juni auf den Bergen die traditionellen Sonnenwendfeuer, die vor Unheil schützen sollen. Doch in diesem Jahr machen die Flammen auch vor den Tälern nicht Halt. Bei Bad Tölz ist ein Wagen von der Straße abgekommen und völlig ausgebrannt. Brandstiftung mit Todesfolge. Bevor Oberkommissarin Alexa Jahn die genauen Umstände klären kann, kommt es zu weiteren tödlichen Brandanschlägen, auch auf österreichischer Seite. Da haben wir die Verbindung. Gemeinsam mit Chefinspektor Bernhard Krammer versucht Alexa, sich einen Reim auf die Taten zu machen. Wer legt diese Feuer? Um was geht es hier? Und weshalb wurde an einem der Tatorte ein Kräuterbund gefunden, der dem Volksglauben nach das Böse abhalten soll? Alexa und Krammer wissen, dass die Zeit gegen sie arbeitet und ein anonymes Schreiben lässt ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Fall wird. Irgendwie, ja, klingt interessant, aber letztlich bei Krimis finde ich es immer ganz schwierig, sich anhand der Kurzbeschreibung irgendwie leiten zu lassen, weil letztlich
geht es ja darum, wie der Fall irgendwie erzählt wird. Ich lasse mich da einfach überraschen. Dadurch, dass ich die vorigen 4 Bände mochte, ist es recht unwahrscheinlich, glaube ich, dass mir das Buch jetzt nicht gefällt. Daher, ich freue mich drauf und es ist auf jeden Fall eins meiner Top 10 Wunschlistenbücher zurzeit. Und dann freue ich mich einfach riesig auf die neue Reihe von Lily Lucas. Die ist einfach von außen so, so wunderschön und sie spielt auf Hawaii. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich von der Reihe weiß. Also ich habe die Kurzbeschreibung zwar irgendwie schon mal aufgeschnappt, aber ich habe mir wirklich 0,0 davon behalten. Daher, die Bücher sind aktuell einfach nur gewünscht, weil Lily Lucas, weil ich die Autorin wahnsinnig schätze, also ihren Schreibstil. Ich habe von ihr schon sehr viel gelesen und es ist einfach eine Herzensautorin. Das ist so eine Autorin, bei der man sich fühlt wie nach Hause kommen. Das ist eine Autorin, ohne die kann ich mir mein Regal nicht mehr vorstellen. Das ist so eine richtige Wohlfühl-Feel-Good-New-Adult-Romance-Autorin. Das war jetzt ein sehr langes Wort, aber mein Wort. Jedenfalls, ich liebe diese Autorin und deshalb, ich würde alles von ihr lesen, was sie schreibt und dazu zählt auch ihre neue Reihe und die habe ich auf die Wunschliste gepackt, einfach weil sie von ihr kommt. Band 1 der neuen Trilogie erscheint am 1. Juli 2024, also das ist leider noch ein bisschen hin, aber wir sind ja alle sehr, sehr geduldige Bücherwürmer. Ja. Es geht um Deutschlands Tennis-Shooting-Star Luisa, ist nach einer Verletzung am Boden zerstört. In der Tennisschule ihrer Patentante Kai auf Hawaii will sie sich voll und ganz auf ihr Comeback konzentrieren. Als sie sich bereits beim ersten Lauftraining am Strand übernimmt, wacht sie ausgerechnet auf der Couch eines attraktiven Surferboys auf. Der ist aber spätestens dann tabu, als sie erfährt, dass es sich bei ihm um Vince handelt, mit dem ihre Patentante auf Kriegsfuß steht, weil er in direkter Nachbarschaft zu ihrer Strandvilla ein Surferhostel eröffnen will. Obwohl sie Kai nicht in den Rücken fallen will, zieht es Luisa immer häufiger zu Vince, bis sie herausfindet, dass er ein paar wesentliche Kapitel seines Lebens unterschlagen hat. Ich wünsche mir einfach ganz, ganz viel kosige Stimmung zum Wegträumen nach Hawaii und ja, denke, das wird bestimmt schön werden. Jedenfalls hoffe ich es. Außerdem steht ganz weit oben auf meiner Wunschliste aktuell Let's Be Free von Nicole Böhm und Annabelle Steel. Die beiden haben ja die Let's Be-Reihe zusammengeschrieben. Das ist dann der dritte und der abschließende Band. Let's Be Wild und Let's Be Bold mochte ich total gerne. Insbesondere Band 2 hat es mir sehr angetan. Es ist keine klassische Romance mit zwei Leuten, die sich am Ende verlieben und dann sind sie zusammen. Es ist eine Geschichte einer Gruppe von FreundInnen, die alle an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben stehen. Also teilweise sind sie in einer festen Beziehung, teilweise gerade frisch raus, gerade irgendwie mittendrin. Also wirklich die unterschiedlichsten Arten von Beziehungen und alle bekommen irgendwie eine Stimme. Also das Buch ist aus wirklich jeder Perspektive der FreundInnen erzählt und alle 4 haben auch wirklich eine ganz eigene Stimme. Und genau das machte mir beim Lesen so viel Spaß, denn man erkennt die eigenen Charaktere, man erkennt ihre Vorlieben, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, alles, was sie bewegt und beschäftigt. Und das ist sehr, sehr herzig und sehr ergreifend und macht total viel Lust, weiterzulesen. Daher diese, ja, etwas unkonventionelle Art, die Geschichte zu erzählen, hat es mir sehr angetan. Und da freue ich mich jetzt sehr, sehr auf Band 3 und einfach, wie es mit den verschiedenen Leuten weitergeht, was die noch so in ihrem Leben erwartet. Daher, das ist eins der Bücher, auf die ich mich auch gerade riesig doll freue. Allerdings, es ist noch nicht erschienen. Wir müssen noch ein bisschen warten. Und zwar bis zum 21. Mai 2024. Aber ich drücke uns die Daumen, das halten wir auch durch. Ich kann ja einmal noch ganz kurz in die Kurzbeschreibung mit euch reinlesen, aber falls euch das spoilern würde, weil ihr Band 1 und 2 noch nicht kennt, dann könnt ihr jetzt gerne ein bisschen vorspulen natürlich. Zusammen verbrachten Shay, Ariana, Evie und Tyler einen ruhigen und perfekten Sommer in New York. Doch nun scheint der Trubel in die Stadt zurückzukehren und bringt das Leben der Freunde gehörig durcheinander. Ariana, die in ihrer Beziehung mehr als glücklich ist, sieht sich mit Behindernissen konfrontiert, die ihren Alltag auf den Kopf stellen. Tyler ist endlich bereit, sich den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen, während Evie auf dem Weg zur Liebe viel über sich selbst lernt, was nicht immer leicht zu akzeptieren ist. Und Shay begeht in ihrem Eifer zu helfen einen Fehler, der sie das Wichtigste in ihrem Leben kosten könnte. Können sich die 4 wenigstens auf ihre Freundschaft verlassen? Wir lassen uns überraschen, also ich mich zumindest. Da freue ich mich nämlich wirklich sehr drauf. Und wenn ihr diese Reihe noch nicht kennt, aber gerne auch so, ja, nicht so nur die klassischen 2-Mann-Romances lest, dann schaut euch die Bücher unbedingt mal genauer an. Eine große Empfehlung. Und dann müsste das schon Titel Nummer 8 meiner Top 10 Wunschlistentitel aktuell sein. Und zwar ist das nach The Serpent and the Wings of Night der 2. Band von Carissa Broadbent, auf den ich sehnsüchtig warte, weil ich den ersten Band einfach jetzt schon vor einiger Zeit gelesen habe und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil der Cliffhanger war wirklich, wirklich, wirklich fies, Leute. Und zwar heißt dieser 2. Band The Ashes and the Star-Cursed King. Ja. Und ich bin einfach mega gespannt darauf, weil ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht.
Ihr wisst vielleicht mittlerweile, wenn ihr die Videos so schon ein bisschen länger guckt, ich bin nicht so die Fantasy-Leserin. Ist total selten, dass ich Fantasy lese und eher ausgewählt, aber Carissa Broadbent hat mich wirklich fesseln können, denn ich bin eigentlich auch keine Freundin von Vampiren. Also nach so Twilight mit so einem gewissen Glitzerkönig bin ich da irgendwie raus. Also das ist mir alles ein bisschen zu kitschig und auch ein bisschen zu alles super perfekt. Ja, aber hier die Vampire bei Carissa Broadbent sind einfach wahnsinnig böse, wahnsinnig blutdürstig und einfach richtig cool. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich überstrapaziere dieses Wort gerade. Mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht, diesen ersten Band zu lesen. Es hat mich richtig mitgerissen, dazu dieses Slow Burn Romante, Fantasy, Romantasy. Und das hat einfach richtig gut gepasst. Deshalb, ich freue mich megamäßig auf Band 2. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte mich nicht spoilern lassen, worum es geht. Daher werde ich auf die Kurzbeschreibung an dieser Stelle verzichten. Und ich empfehle euch wirklich, lest Band 1. Lasst mich das doch mal in den Kommentaren wissen. Wenn ihr so richtig fiesen Cliffhanger habt, lest ihr dann die Kurzbeschreibung vom nächsten Band, um irgendwie so eine Ahnung zu haben, in welche Richtung es dann geht? Oder vermeidet ihr das lieber, um überrascht zu werden? Das macht ja bestimmt auch jeder Bücherwurm anders. Also ich zumindest möchte mich dann nicht richtig, also nicht spoilern lassen und warte dann lieber auf das ganze Buch, weil ich glaube, die Kurzbeschreibung kann dann auch meine Sehnsucht nach dem Folgeband nicht richtig bändigen. Daher, das ist wirklich auch so eine Neuerscheinung, auf die freue ich mich riesig, riesig, riesig und bin schon sehr gespannt. Und ich werde mir auf jeden Fall das Buch dann vorbestellen. Also ich werde mir das wahrscheinlich bestellen, aber halt, ich kann es ja nicht in Empfang nehmen, sondern es wird dann wahrscheinlich auf mich warten, wenn ich wieder nach Hause komme. Daher, ja, ich freue mich schon drauf. Und dann habe ich noch zwei Bücher auf dieser Top-10-Liste, die schon erschienen sind. Und das ist einmal von Bianca Wege, Today I Talk to Him. Das ist ein Buch, das begegnet mir auf Instagram und auf TikTok doch recht häufig. Und ich bin langsam echt neugierig, weil es soll wohl auch viel so um die Sims gehen. Und ich muss euch gestehen, ich war in meiner Jugend ein echter Sims-Suchti. Also ich habe von Sims 2 und Sims 3 echt alles mitgenommen, habe mir die ganzen Erweiterungspacks zusammengespart, habe die Haustiererweiterung geliebt und generell Häuser bauen, Beziehungen erschaffen und vernichten, Kinder großziehen und alles Mögliche. Ich habe es geliebt. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Sims verbracht. Also ich habe tatsächlich auch vor kurzem mal so gedacht, ich müsste eigentlich mal wieder Sims spielen. Ich hätte da total Bock drauf. Aber ich habe dann für mich festgestellt, dass ich ja aufgrund der Arbeit auch wirklich sehr viel Zeit vor einem Bildschirm verbringe und dann nicht so viel Lust habe, noch in meiner Freizeit quasi noch mehr Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen. Daher habe ich mich dann dagegen erstmal entschieden. Aber ich muss sagen, doch so ein bisschen kribbelt es mir in den Fingern, das mal wieder auszuprobieren und einfach mal zu gucken, ob so dieser Reiz von früher noch da ist. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Buch auf der Wunschliste habe. Ich sehe es sehr oft und es geht um die Sims offensichtlich, aber mehr weiß ich eigentlich gar nicht. Daher, wir gucken mal kurz in die Kurzbeschreibung rein. Layla und Asher sind ein glückliches Liebespaar, zumindest bei Sims. Da haben wir es, dass Layla anonym auf Twitch streamt. In der Realität hat die introvertierte 18-Jährige noch kein einziges Wort mit Mädchenschwarm Asher gewechselt. Doch das soll sich ändern. Gemeinsam mit ihrer Online-Community ruft sie die Challenge Today I Talk to Him ins Leben. Ihre Follower stellen Layla Aufgaben, durch die sie Asher endlich näher kommen soll. Wäre da nicht der mürrische und ziemlich gut aussehende Henry, Ashers Erzfeind, mit dem sich die Challenges so viel leichter erfüllen lassen? Punkt, Punkt, Punkt. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Dann, ja, bekomme ich ein bisschen Rückenwind, würde ich mal sagen. Und dann mein letztes Top-10-Wunschlistenbuch, was, glaube ich, auch da nicht mehr lange stehen wird, gerade wenn ich jetzt unterwegs so viel Zeit habe und keinen richtigen Sub, ist von Kira Groh Alles, was ich in dir sehe. Die Alles-Trilogie steht echt schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste. Ich sehe sie so häufig, ich höre so viel Positives und es ist für mich echt ein Unding. Ich verstehe es selber nicht. Warum habe ich diese Reihe noch nicht gelesen? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, als ich diesen Titel beworben habe, der von ihr noch nicht erschienen ist, dass ich schon einige andere Bücher von Kira gelesen habe. Und ich mochte die wirklich sehr gerne. Vom Stil, von der Herangehensweise, von den ProtagonistInnen, vom Vibe. Also da stimmt eigentlich alles. Deshalb, warum zum Henker habe ich diese Reihe noch nicht gelesen? Deswegen steht die sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste und das ist wohl auch eins der nächsten Bücher, was ich mir kaufen werde, wenn ich jetzt demnächst meinen Mini-Mini-Sub im E-Reader ein bisschen abgebaut habe. Denn ich möchte mir da auch nicht einfach so 20 ungelesene Bücher ansammeln und die dann vielleicht nie lesen, das wäre super schade. Deswegen, ich glaube, das ist echt das nächste Buch, wenn ich, was ich mir kaufe, wenn ich nur noch so 5 ungelesene Bücher auf dem Reader habe.
Ich glaube, das ist realistisch. Wisst ihr dann eigentlich schon, worum es geht? Das können wir jetzt mal zusammen hier checken. Luxusurlaub in Portugal, das perfekte Geschenk zum Abi, oder? Nicht für Anna, doch da sie ihre eigenen Wünsche immer zurückstellt, findet sie sich kurzerhand an der Algarve wieder. Zwischen Models und Fotografen begegnet sie Helena, die sie dort zu ihrer Hundefarm mitnimmt. Dass Anna dort ausgerechnet auf den Typen trifft, der letzte Nacht ihr strahlender Ritter sein wollte, als ob sie den bräuchte, muss ein schlechter Scherz sein. Obwohl er sich schon verdammt süß um die verstoßenen Hunde kümmert. Aber nein, Finn ist überhaupt nicht Annas Typ. Oder vielleicht doch. Also, ich lieb's. Ich möchte's lesen. Und wenn ihr die Reihe gelesen habt oder vielleicht auch nur das erste Buch der Reihe, dann schreibt mir doch gerne mal, wie es euch gefallen hat. Auch hier freue ich mich über Motivation, das ganz schnell zu ändern. Es gibt ja manchmal so Bücher, die stehen gefühlt ewig auf der Wunschliste und man liest sie nicht, aus was für einem Grund auch immer. Ganz eigenartig manchmal. Man nimmt sich die Bücher irgendwie immer vor, aber dann kauft man sie doch nicht. Man kauft doch was anderes und dann, ja, kommt es nie dazu. Das ist manchmal irgendwie einfach so. Vielleicht konntet ihr eure Wunschliste ja jetzt auch noch ein bisschen erweitern. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was auf euren Wunschlisten aktuell ganz oben steht. Vielleicht so 1, 2, 3 Bücher, je nachdem, wie voll eure Wunschlisten sind. Also ich habe bestimmt einige hundert Bücher auf den Wunschlisten. Es ist ganz, ganz furchtbar und ich werde die auch niemals alle lesen oder geschweige denn kaufen. Da würde ich pleite sein und zwar vorgestern. Das wäre nicht so die schlaue Idee. Zumal das Schlimme ist ja, einerseits schreibt man sich Wunschlisten und diese Bücher sind dann irgendwann alle erschienen. Andererseits hat man halt aber auch diese Wunschlisten, die sich immer weiter erweitern, weil die Bücher einfach dann irgendwann noch kommen. Also gefühlt kann man ja eh nie diesen Listen Herr werden oder irgendwie eine Kontrolle über die erlangen, weil die sich immer weiter erweitern. Ja, ich mache mich dann jetzt mal weiter an meinen Abbau von meinem Sub, damit ich meine Wunschlisten ganz schnell wieder erleichtern kann. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Aber falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf TikTok und Instagram natürlich unter dem Namen Kielfeder. Und mit ganz, ganz viel Liebe zu Büchern, schaut dort gerne mal vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns auch abseits von YouTube wiedersehen. Und dann danke ich euch fürs Vorbeischauen und vielleicht sehen wir uns ja schon beim nächsten Video dann wieder. Bis dahin, bis bald.